Unter dem Motto 25 Jahre visuell, virtuell, digital feierte das Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung am 14. November 2012 sein 25-jähriges Bestehen in Darmstadt. Das heute international an 4 verschiedenen Standorten mit 200 Wissenschaftlern vertretene Institut blickt auf eine erfolgreiche Ära der Computergrafikforschung zurück. Zu Beginn begrüßte Institutsleiter Professor Dieter Fellner die zahlreichen Gäste aus Forschung, Politik und Wirtschaft. Er gab den Gästen einen kurzen Abriss über die letzten 25 Jahre des Instituts und hob in seiner Rede vor allem auch die internationalen Aktivitäten des Fraunhofer IGDs hervor. 25 Jahre Fraunhofer IGD, visuell, virtuell, digital. Wir unterstützen Menschen in komplexen Entscheidungssituationen. Das ist so der Begriff hinter dem visuell. Hier kann man einfach sehr plakativ sagen, wir machen aus Informationen Bildern und wir machen aus Bildern wieder Informationen. Als ersten Redner begrüßte Professor Fellner Khalil Rouhana, den Leiter des Direktoriats DG Connect der Europäischen Kommission, der in seiner Rede die internationale Bedeutung des Instituts hervorhob. Thank you for the two heads of these institutes so far, for Joseph and for Dieter, for being so European. I think this is not by chance that we have them on our advisory group. Khalil Rouhana erklärte die Bedeutung der europäischen Forschungsförderung beim Transfer aktueller Forschungsergebnisse in neue Märkte und Anwendungen. Diesbezüglich betonte er die Vorbildfunktion des Fraunhofer IGDs. And let me finish just with a word. I mean, the 25 years of the Graphic Institute show that when you have determination, I mean, shows me that when we have determination, when we have political will, and we have the right people to drive it, we can get to flagship poles of excellence in Europe that are attractive to industry, that are attractive to the best skills. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion unter dem Motto Forschung, Entwicklung, Wirtschaft international ging es um die zunehmende Internationalisierung der deutschen Forschung und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Die Diskutanten waren sich darüber einig, dass internationale Vernetzung einen sehr wichtigen Aspekt für unsere wirtschaftliche Entwicklung darstellt. Welche Motivation hat man, um im Ausland Aktivitäten als Wissenschaftseinrichtung zu entfalten? Ich denke, das Ob ist geklärt. Da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren. So wie heute die Welt auch in der Wissenschaft unterwegs ist, dass es natürlich selbstverständlich ist, international aktiv zu sein. Wie können wir Wissenschaft und Forschung im Ausland so vertreten, dass klar wird, es lohnt sich, mit deutschen Institutionen und mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland zu kooperieren. Das heißt, diese Region ist sehr international. Und wenn wir Internationalisierung nicht als Teil unserer Strategie begreifen würden, dann könnten wir heute schon gar nicht mehr hier arbeiten. Unter den Gästen befand sich auch Professor Encarnasau, der Gründer des Fraunhofer IGDs, der sich zuversichtlich über die Zukunft des Instituts äußerte. Die Tatsache, dass wir mehr und mehr zu Mobile Empowerment kommen, wird es neue, stärkere Anforderungen an die Visualisierung, Simulation, Animation, Benutzeroberflächen und Schnittstellen haben. Und dadurch ist mir um die Zukunft der grafischen Datenverarbeitung auch wirtschaftlich gesehen nicht bange. Ich wünsche den Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg, viel Spaß bei dem, was sie tun. Und ich bin sicher, das wird auch der Fall sein. Am Nachmittag zeigten die Forscher ihre Zukunftsvisionen in aktuellen Forschungsarbeiten. Darüber hinaus wurden die drei Leitlinien der Veranstaltung in vertiefenden Themenblöcken diskutiert. Für die angewandte Forschung ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass nicht nur geforscht wird, sondern dass eben das auch weiterentwickelt wird und in der Wirtschaft auch verwendet wird. Damit nicht Forschungsprojekte, nachdem sie abgeschlossen sind, versanden, sondern dass die Forschungsprojekte wirklich in Wirtschaftsprojekte umgewandelt werden, weil auf die Art und Weise Mehrwerte generiert werden, die die Forschung und die Wirtschaft braucht und die uns in Deutschland weiterhelfen. Der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, Jochen Partsch, eröffnete die abschließende Abendveranstaltung. Bei einem Galadinner in festlicher Atmosphäre wurden im Laufe des Abends zahlreiche herausragende wissenschaftliche Arbeiten prämiert. Unter den Gästen befanden sich viele ehemalige Mitarbeiter und Weggefährten des Hauses. Gemeinsam spielten sie eine Neuauflage des Klassikers Pong mit einer für das Institut typischen Steuerung.